Keine Zeit zum Faulenzen, Link, wir haben Abenteuer vor uns. Und damit willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword HD. Ich habe offscreen ein bisschen auf dieser Kreiselinsel, nenne ich sie jetzt mal, mit dem Clown gesprochen und ein bisschen das Minigame gemacht, um ein paar Rubine zu farmen, wie ihr unten links schon sehen könnt. Und passend, dass Terry hier ist, weil ich würde gerne mit ihm über ein paar Investments reden. So, ich weiß, irgendwie wollte ich nicht, dass ich dieses Minigame mache, aber ich sage euch mal jetzt den Clip, was passiert ist, als ich es gemacht habe. Und zwar habe ich es irgendwie geschafft, dieses beste Feld zu bekommen. Alles Regenbogen, alles ganz viele Rubine. Und habe ich 500 Rubine ergattern können, aber nicht nur das, sondern ich habe auch noch ein Herzteil bekommen. Und das kam komplett aus dem Nichts, deshalb seht ihr jetzt einfach nur hier so ein Clip, den ich hier mit der Taste aufgenommen habe, weil ich war im Moment nicht am Recorden. Wie gesagt, habe alles offscreen gemacht, das war halt sehr random. So, und wir holen uns die Tasche. Inge meinte, ich soll mir nichts anderes hier holen, also nicht so lange Zeit verschwenden und farmen, sondern ich soll mir nur die Tasche holen und dann wieder gehen. Ich höre auf Inges Tipp, dass wir erst später unsere Zeit fürs Farmen verschwenden. Und hier haben wir eine neue Abenteuertasche. Und für die schlauen Füchse, die letztes Mal schon vorbeigeschaut haben, die wissen wahrscheinlich schon, für was ich diese Tasche benutzen werde. Darum. So, aber bevor ich jetzt komplett weggehe und diese Tasche vollfülle, will ich ganz kurz gucken, ob er noch was Neues an diesem Slot hat oder ob das jetzt komplett leer gekauft ist. Nee, ist komplett leer gekauft. Er hat noch diese beiden Slots. Okay. Okay. Interessant. Sind das die letzten Sachen, die er hat? Ich glaube nicht, aber wer weiß. Wer weiß. Na gut. Dann gehen wir jetzt die Tasche vollfüllen bei Rika. Hallo. Ach, du bist es. Vielleicht willst du hier ein bisschen was verstauen? Na klar. Aber gerne, bitte sehr. So, und zwar haben wir eine weitere... eine weitere Lebenskraftmedaille bekommen, womit wir ein weiteres Herz... Teil, Herzcontainer, weil den Herzcontainer vollfüllen können, wie ihr da rumseht. Genau. Und so sieht's aus. Wir haben drei Flaschen. Wir haben hier zwei Herzen, zwei dieser Medaillen und ein Schild. Apropos unser Schild, ja. Wenn wir schon gerade hier bei Dogo sind, wie wär's, wenn wir unsere Items mal verbessern? Das wird bestimmt sehr nützlich sein, wenn wir jetzt nach Eldin gehen. Und zwar einmal können wir unseren Bogen verstärken. Aus Holz mache Eisen. Die Angriffskraft wird erhöht. Erhöht. Ja. Jawohl. Kein Problem. Okay. Wir wollen ja natürlich einen krassen Bogen haben, ne? Wir haben ihn zwar erst vor kurzem bekommen, aber schadet ja nicht, ihn jetzt schon zu upgraden. So. Und da haben wir den Eisenbogen. Dieser Bogen wurde für äußerst erfahrene Schützen gefertigt. Was soll ich sagen? Liegt in der Familie. Seine Kraft übersteigt die deines alten Bogens. Ja, da würde ich auch mal hoffen. So. Wir können direkt schon einen neuen Bogen machen? Okay, bevor ich den mache, ich glaube, den mache ich später. Weil ich muss sowieso für den farmen. Also Wüstengras ist super einfach zu bekommen. Das ist nicht das Problem, aber sofort zum Maximum upgraden. Stimmt, das haben wir beim Beetle gemacht, ne? Außerdem sieht der Bogen krass aus, ein heiliger Bogen. Wenn wir erstmal den Schild, verstärkter heiliger Schild. Abwehrkraft ist erhöht. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber einen besseren Schild schadet ja nicht. Wir hatten ja erstmal so ein Holzschild, da haben wir so ein Stahlschild und jetzt haben wir halt so einen heiligen Schild. So, den wollen wir natürlich auch schön upgraden. Boah, sieht richtig schön aus, oder? Den hochheiligen Schild haben wir bekommen. Dieser mysteriöse Schild repariert sich selbst und ist um einiges robuster als sein Vorgänger. Schön. Den kann ich nochmal upgraden? Okay, ich würde sagen, diese beiden Upgrades mache ich dann ein andermal. Ja. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich würde jetzt gerne in Abenteuer reinstürmen. Wir können die auch ein andermal upgraden. Die hauen ja nicht von uns ab. Die rennen da nicht weg, wir können sie ja später noch machen. Genau. Aber wir werden sie 100% noch machen. Ich werde es nicht vergessen. Ich habe es gespeichert. Ja. Yeah. Okay, dann würde ich sagen, auf nach Eldin. Das war dieser rote Strahl, meine ich. Denn da wartet die letzte Flamme auf uns. Die wollen wir natürlich auch noch bekommen. Deshalb, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich angekommen bin.
Ich habe gerade gesehen, hier gibt es eine Chest, die wir noch nicht geöffnet haben. Oh, Tornado. Die sind ja nervig in letzter Zeit. Weil sie immer öfter spawnen, vor allem hier in der Gegend. Aber ja, hier ist anscheinend eine Chest, die ich verpasst habe. Vielleicht haben wir erst in der letzten Folge einen Stein gemacht, an den ich mich anscheinend nicht mehr erinnern kann. Ja, egal. Und wo ist er? Boah. Da soll ich runterschwimmen. Okay, let's go. Wo bin ich denn hier gelandet? Eine Fee! Moment, kann ich die Fee theoretisch auch mit der Flasche fangen? Geht das? So, oder? So, ja, das geht! Ich brauche den Kescher gar nicht. Nice! Ja, eine Fee ist natürlich sehr wertvoll, muss ich euch nicht sagen, dass das der Fall ist. Aber ebenso wertvoll ist diese Herzmedaille. Hör, ich habe doch schon eine. Kann ich die stacken und dann habe ich so einen doppelten Effekt? Naja, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das lohnt sich gar nicht, oder? Ich denke nicht, dass sich das lohnt. So, ich rüste natürlich mein Schild aus. Schaut euch an, wie schön dieser Schild jetzt aussieht. Natürlich wird er noch besser. Klar, wisst ihr alle. Aber trotzdem, oh, das sieht auch voll nice aus, mit diesem Eisen drumherum. Schön. Okay, aber jetzt for real. Auf nach Eldin. Uff. Uff. Wow, ich habe Eldin gar nicht so klein in Erinnerung. Seht ihr das? Ich denke mal, wir gehen zu Vulkan Eldin. Zum Anfang. Und ich muss ehrlich sagen, auf Eldin freue ich mich am wenigsten. Diesen Ort hatte ich irgendwie sehr, ja, nicht so schön in Erinnerung. Oder? Oh, so sieht man sich wieder. Also, nur bei dir. Ich habe gehört, dass sich hier einige Artefakte der Göttin befinden sollen. Die suchen wir ja. Vielleicht hast du ja schon welche gefunden, aber es scheint noch mehr davon zu geben. Willst du sie nicht suchen? Doch, war für mich eine gute Idee. Hier bitte, was zu berichten. Ah, jetzt, oder? Ja, die Aura-Suche für die Artefakte. Endlich. Endlich. Das hat so lange gedauert. Ja, das werden wir vor allem dann mit der Folge bei Ingi am besten nutzen können. Aber ja, schön, dass wir sie haben. Danke, Kumpel, danke. Okay, also wir haben einmal hier. Ah, was machst du denn hier? Verschwinde! Boah, blöde Gegner. Also, wir haben hier einmal einen? Nee. Aha, hier haben wir einen. Aber ich meine hier auch gerade kurz ein Signal. Okay. Vielleicht war das nur meine Imagination. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch gar nicht, wo wir hin müssen. Oh, ich habe vergessen, den Song zu lernen. Ich habe vergessen, was. Oh, okay, okay. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Song erlernt habe. Eieiei, das habe ich komplett vergessen. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich das vergessen konnte, aber ich weiß nicht, ich finde das auch nicht so wichtig, dass man hier jetzt jedes Mal diesen Song erlernt bekommt, aber ohne diesen Song wissen wir ja gar nicht, wo wir lang müssen, ne? Deshalb erlernen wir ihn. Hab gesagt, deshalb erlernen wir ihn. Komm, Fei, bringen wir uns den letzten Song bei. Oh. Das war aber vorher nicht so. Gebieter, ich hab dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, vernimm nun diese Botschaft der Göttin. Suche der heiligen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen.
Noch eine heilige Flamme fehlt dir. Um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich zum Vulkan Eldin, wo dich die letzte deiner Prüfungen erwartet. I'm ready. Damit erlernen wir nun einen neuen Song. Dieses Lied heißt Dins Kraft. Ein Lied der Kraft, das dich führen wird, Gebieter. Wir haben Dins Kraft eingeprägt. Wunderschön. Ich werde Dins Kraft für dich aufbewahren. Mit der Aura-Suche kannst du nur den Eingang zur Prüfung finden. Brech nun zum Vulkan Eldin auf. Eigentlich gar nicht mal so dumm, dass wir es erst jetzt gemacht haben. Weil. Oh ne, ne, stimmt gar nicht. Okay, ne, stimmt gar nicht. Ja, ja, ich weiß, dass wir in die Richtung sollen. Okay, wir haben aber noch zwei weitere Slots, die wir nicht gefüllt haben, wofür die wohl sind. Das werden wir hoffentlich noch herausfinden. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich wieder. Beim Vulkan Eldin. Diesmal wirklich. So, lange ist es her, dass wir hier waren, oder? Naja, wie auch immer. Nun wird uns Fire erzählen, was zu tun ist. Ja, wir sind bei Vulkan Eldin angelangt. Suche mit der Aura-Suche nach dem Eingang zur Prüfung. Ja, das weiß ich. Das ist nichts Neues. Okay. So, in die Richtung. Ah, die Gegner respawnen, ne? War klar. Okay, in die Richtung erstmal wieder. Ich kann mich ein bisschen an diesen Ort erinnern, aber das meiste habe ich gefühlt schon verdrängt. Naja, ist ja nicht so krass schlimm gewesen alles, aber... Ich weiß, dass es auf jeden Fall ein paar Stellen gab, die... Nicht sehr spaßig war. Hä? Wo muss ich lang? Ach, hier lang? Ah, Spinne. Okay, ich glaube immer, ich muss hier lang. Hopp, hopp, hopp. Ich glaube, hier haben wir das allererste Mal die Bomben bekommen. Oh, geht nicht. Ah! Oh nein, ist noch drin. Ey! Aua! Dumme Mistviecher. Na gut. Mhm. Jetzt sind wir jetzt hier. Da sind wir lang? Genau, da sind wir lang. Das ist die falsche Richtung. Mies. Ja, wie gesagt, ich muss mich erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Ich meine aber, dass es hier so einen Weg gab, oder? Und dann muss ich jetzt außenrum komplett. Oh, bitte nicht. Nee, hier kann ich doch lang. Ich habe hier noch so eine Brücke. Ja. Yeah. Und schaut mal. Scheint so, als wäre ich hier richtig. Ja, los. Oder muss ich das... Muss ich A drücken. Sorry. Muss ich machen? Ah, langsamer spielen. Ach so. Ja, sorry, ich wusste ja nicht, dass ich langsamer spielen soll. Na komm. Okay, jetzt probier. Das ist der beste Song bisher.
Wunderschön, oder? So. Dann auf zur letzten Prüfung. Also von dieser Geisterprüfung. So. Ja! Oh nein. Wie riesig ist bitte dieses Gebiet? Es kommt einem irgendwie nicht so riesig vor auf der Overworld, wenn du nur so vier Stellen hast zum Teleportieren, aber wenn du dann diesen riesigen Vulkan siehst, dann sieht das anders aus. Gebieter, Mike! An diesem Ort wird deine Kraft auf die Probe gestellt. Dies ist Dins Seiren. Um die Letzte der Flammen, die dein Schwert stärken, zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen, Gebieter. Naja, bin ich mir bewusst. Uah, da kommt schon wieder meine Rippe raus, mein Seelengefäß. Legenda spielt schon. Bring das Seelengefäß zurück, wenn es gefüllt ist, und deine Seele wird wachsen. Gebieter, als Lohn wird dich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Hast du Fragen? Nein, ready. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde hier auf dieser Welt warten. Okay, mach das. Okay, ah, okay, die Brücke ist weg. Das heißt, dort können wir nicht lang. Nee, hä? Doch, da müssen wir lang. Ich schätze mal, ich gehe da erstmal hoch, oder? Ich hab keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Jetzt passt auf, jetzt kommt da einer um die Gegend. Okay, nee, hier ist richtig. Also ist es für mich schon mal nicht schlecht, hier hinzugehen. Dins Tränen. Also hier ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Tap, 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 tap. Oh, hier müssen wir uns beeilen. Das war knapp. Jetzt passt auf, jetzt habe ich da was verpasst. Den holen wir uns später. Den holen wir uns später. Hä? Hier geht's gar nicht lang? Okay, aber hier muss man sowieso trotzdem ja hin. Na gut. Oh no! Und ich bin direkt neben dem! Renn! Renn! Ich muss das nächste direkt finden. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das ist sehr schlecht für uns gerade. Okay, hier hoch und den nehmen. Let's go. Der kriegt mich in der Zeit nicht. Er kriegt mich nicht. Er kriegt mich nicht. Boah. Macht mir Angst. Schaffe ich den Sprung? Nein. War der mich tot? Nee. Ich respawn hier wieder. Ja, okay. Okay, gut. Jetzt habe ich den Sprung. Ach komm, das war aber knapp. Okay, hier geht's nicht lang, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir wahrscheinlich einen anderen Weg einschlagen. Aber es gibt doch keinen anderen Weg. Was soll ich denn lang? Ach, hier durch, oder wie? Ja, das kann gut sein. Ja, doch. Das ist hier richtig. Okay. Ja, mal ranhangeln. Ciao. Okay. Ja, Link, du kriegst das schon hin. Ich vertraue dir, du kriegst das schon hin. Oh, da kann ich nicht schnell rollen. Da muss ich einfach schnell drüber dashen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Komm schon. Okay, geklappt. Zum Glück hat das geklappt. Okay, hier ist noch ein rotes. Ein rotes Tränchen. Warum haben wir hier den Weg nicht freigebombt? Oder ist er hier extra zu? Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht extra zu, weil ich kann mich daran nicht erinnern, dass hier so ein... Ja, danke, Cutscene. Ich wollte eigentlich schnell durchrashen, aber... Ich durfte nicht. Wunderbar. Ganz toll. Hup, hup, hup. Wo lang? Ich habe keine Ahnung. Hier ist eins, da hinten, der ist.
Wir kommen hier nicht weiter. Okay. Ich sehe es, da oben ist eins. Die Fliegen sind halt leider gleich bei mir. Ja. Ich habe ein kleines Problem, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Hier ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Hab ich gesehen. Ah! Oh Gott, das ist wahrscheinlich die schwierigste Challenge. Einfach weil ich keine Ahnung habe, in welcher Reihenfolge ich das alles abgehen soll. Du blöder. Blöder Idiot. Wo soll ich da langkommen? Zur Hölle. Das ist ein Seil, aber wie soll ich da überhaupt erstmal... Ah, da kann ich drunter kriechen. Ich wollte gerade fragen, hä? Soll das gehen? Aber so ist es natürlich möglich. Solange ich balanciere. Aber das ist ja viel einfacher als mit den Joy-Cons. Auch wenn er mich automatisch hier so ein bisschen hin und her schmeißt. Trotzdem kannst du es hier einfacher kontrollieren. Okay, uns fehlen noch... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ungefähr die Hälfte, also. Das kriegen wir hin, oder? Ich hoffe. Ja, Link hat richtig Schiss hier, aber... Link, wenn du die Flamme haben möchtest, ja, wenn du krass mit der Flamme angeben möchtest, wenn du so heftig OP bist, ja, dann musst du die alle hier sammeln. Du musst Zwang... Ja? For real? Das war nicht so. Da darf man nicht lang, okay. Dann halt nicht. Wo kann ich denn hoch? Ich hab wieder keine Ahnung, wo ich lang muss, ne? Das ist einfach dieses Problem. Ah, hier kann ich lang. Oder? Doch, hier muss ich lang. Oder? Nee? Muss ich einfach komplett wieder zurück, weil ich was verpasst habe? Kommt man da überhaupt von da hin? Ja, ich habe was verpasst. Das habe ich verpasst, hätte ich schon vorher bekommen können, oder? Dann hole ich das, glaube ich, erstmal. Ja, komm. Ich versuche es. Ich denke, das ist klüger, wenn ich das jetzt erstmal hole. Eieiei. Oh. Wo stehe ich hier? Okay, hat geklappt. Alles klar. Ja, leider rennt mir die Zeit davon. Ich muss mich halt jetzt ehrlich beeilen. Ich habe keine Lust, wieder von den Dingern wegzurennen. Okay. Ja, auf jeden Fall, die letzten sind dort. Ne? Die letzten fünf sind höchstwahrscheinlich alle dort. Ja, weil wo soll sonst was sein? Wüsste ich jetzt nicht. Ansonsten vielleicht ganz oben auf dem Berg, aber da konnte ich ja nicht hin. Das war ja blockiert. Also keine Ahnung. Da ist noch eins. Aber an dem komme ich noch gerade nicht hin, ne? Nee. An dem muss ich wahrscheinlich hier lang vorbei. Denke ich mal. Okay, wir versuchen es einfach mal. So wie ich denke, wie es funktionieren könnte. Und zwar denke ich, dass wir hier hoch könnten. Ja, okay, da war ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Und jetzt rüberschwingen. Yeah. Okay, zum Glück habe ich keinen Falschen angenommen. Das sah ein bisschen so aus. Vier Stück fehlen mir noch. Und dann muss ich den ganzen Weg wieder zurückrennen. Das ist echt nicht ohne hier. Das ist echt nicht ohne. Okay. Da ist noch einer. Wo soll denn sonst noch irgendwo was sein? Ja, wir können mal kurz ein bisschen chillen, aber wollte man nicht. Hab keine Zeit. Mhm. Ja, okay, der ist einfach hier. So ein bisschen verwirrend, wo man lang soll. Okay, ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo die letzten drei sind. Und ich habe die Vermutung, wie ich da hinkomme. Und zwar war ja noch dieser...
dieser Luftstrom, der so nach oben ging. Und ich glaube, da muss ich als nächstes hin. Deshalb werde ich genau das jetzt auch tun. Ja. Ne, nicht hier lang. Ich muss wieder da lang, genau. Eieiei. Das war ein bisschen risky von mir, aber ich meine, es hat funktioniert. Ach, Link, du musst doch nicht am Stylen sein. Wir haben keine Zeit dafür. Wir haben wirklich keine Zeit. Schon die Hälfte der Zeit ist weg. Komm schon! Ich wette, hier muss man hoch und dann welche zu bekommen. Habe ich recht? Hier war auf jeden Fall irgendwas. Okay, das war's nicht, aber war auf jeden Fall etwas. Was ist hier? Ach, hier konnten wir doch. Konnten wir hier lang? Ah, stimmt. Hier gab's doch so einen Ort, wo wir nicht lang konnten, weil es hier so gebrannt hat, meine ich, oder? An den Wasser dürfen wir nicht. Oh Gott, ich wäre fast reingesprungen, einfach um es zu testen. Oh nein. Okay, zwei Stück noch. Die sollten auf dieser Ride sein. Oh, knapp. Lass erstmal hier hoch. Damit wir kurz chillen können und überlegen können, wo wir lang wollen. Wir wollen nach links. Jetzt nicht versauen, Mike. Jetzt nicht versauen, Mike. Was zum... Wieso bin ich hier? Verdammt! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Sind die weg? Okay, fürs Erste sind sie weg. Außer sie können durch Wände, das wäre jetzt sehr unpraktisch. Okay, neuer Versuch. Mit gruseliger Musik diesmal. Ich kann halt nicht langsamer und dieser Effekt, der jetzt gerade ist, ist echt nervig. Oh. Aber da war noch einer. Ich glaube, für den anderen da oben muss ich einen anderen Weg einschlagen. Wahrscheinlich, oder? Okay, ist aber der letzte. Danach können wir den Weg nach Hause finden, ja, sage ich mal. Oh Gott, kann sein, dass die Folge heute ein bisschen länger wird. Aber ich werde das hier auf jeden Fall noch heute schaffen. Also da mache ich jetzt keinen Strich vor. Ja, es wird nur noch ein Ding dann zurückkehren. Also komm schon. Das sollte auch nicht jetzt so lang dauern, oder? Ich denke mal nicht. Hoffe mal nicht. Okay. Also, weg vom Wasser. Sonst kannst du weniger sehen. Das ist sehr nervig. Okay, lass mich mal hier hin, um zu schauen, wo es ist. Um zu schauen, wo es ist. Ja, wo ist es denn? Moment. So kann man es hier besser sehen? Ich sehe es gerade überhaupt nicht. Da ist es. Ah, da kommt man nur von der Seite, ne? Ich glaube, ich habe schon versaut. Ich weiß jetzt auch, wie das ging. Das war auch, glaube ich, sehr wichtig, dass man da hinkommt. Ich kann mich daran erinnern. Da war irgendwas Wertvolles. Wie so ein Schlüsselteil oder so war da, glaube ich. Aua. Und die Zeit. Die Zeit. Komm schon. Schnell. Hallo. Wo bin ich? Wo bin ich? Wehe, die killen mich jetzt. Nee, okay. Wir haben Dins Tränen gefunden. Dies hat deine Seele reifen lassen, Mike. Doch mach noch nicht die Prüfung nicht vorbei. Begib dich schnell zum Ausgang. Okay, schnell zur Brücke. Okay. Okay, viel Zeit haben wir dafür nicht, also sollten wir uns definitiv beeilen. Keine Faxen machen jetzt. Wir wollen es hinter uns bringen. Wir wollen... Stimmt, wir kriegen ja irgendwas dafür, ne? Jedes Mal haben wir was bekommen. Jedes Mal haben wir das bekommen. Wo ging es nochmal lang? Hier ging es, glaube ich, lang, ne? Und dann sind wir schon da. Das ist ja voll der coolste Weg. Hey, das war ja gut, das war einfach. Nein, das war nicht einfach, aber... Egal, wir haben es geschafft und das ist das Wichtigste. Wir kriegen eine wunderschöne Frucht. Schön pink. Und halt dafür die Feuerohrringe! Was?
Was? Einer der drei Schätze der Göttin. Mit ihrer Hilfe kannst du selbst der größten Hitze trotzen. Mit Ohrring? What? Wie soll das funktionieren? Du trägst diese Ohrring und dann kannst du in die Sonne reinrasen, du überlebst das? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Hä? Okay. Willkommen zurück, Gebieter. Ich schätze, dass sie die Feuerohrringe erlauben, in den heißen Bereich einzudringen. Stimmt, ach, geht jetzt anscheinend weiter. Ich empfehle dort nach der heiligen Flamme zu suchen. Okay, trotzdem sehr weird. Egal, schauen wir uns einfach in der nächsten Folge genauer an, würde ich sagen.